Hey, Sascha von networknews.de hier und wir sind zurück in Taipei und sind gerade am Guanghe Digital Plaza und haben ein neues Gadget gefunden. Was heißt neues? Wir kannten es eigentlich schon, aber man kann es jetzt hier kaufen. Das ist das Asus iPad Memo, das ist die asiatische Variante mit dem Qualcomm Snapdragon SoC und das nehmen wir jetzt zurück in unser Büro und dann packen wir es aus und ihr könnt euch alles anschauen. Also kommt mit. So, da sind wir in unserem Büro und da ist das gute Stück. Wir haben dafür gezahlt 17.900 New Taiwan Dollar, das sind so etwa 440 Euro. Und jetzt packen wir das aus und erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Da seht ihr schon, ich habe es wieder ganz geschickt eingepackt, nachdem wir gerade das englische Unboxing-Video gedreht haben. Das fällt überhaupt nicht auf mit all den Luftblasen drin. Ja, hier die üblichen Garantiebestimmungen, bla bla bla. Dann haben wir hier, da ist das Netzteil, das gefällt mir ganz gut, das werden jetzt echt so Standards, weil die gleichen gibt es auch von Samsung. Das kommt dann entsprechend mit dem Kabel von USB auf Micro-USB. Und dann haben wir hier noch ein schönes Headset dabei und das ist hier ganz spannend. Das gute Stück ist, wird genannt Mamic. Das ist mit so einem transparenten OLED-Display und zwar ist es praktisch ja so ein Mini-Handy, was via Bluetooth sich mit dem Memo verbindet und dann könnt ihr darüber Anrufe machen. Und das gucken wir uns alles nachher noch in Ruhe an. Aber jetzt gucken wir mal erstmal, was das Gerät Schönes macht. So, jetzt kann ich es auch endlich vernünftig auspacken. Und dann seht ihr auch schon gleich, wir durften es während der CES noch nicht von hinten filmen. Da hatten sie irgendwie noch herumgearbeitet, aber jetzt haben wir das geschafft. So, erstmal, das ist hier ein 7-Inch Display, Auflösung 1280x800, super IPS Plus Display, ganz schicke Sache, wie beim Transformer Prime. Hier auf der rechten Seite haben wir einmal einen Reset-Taster, Lautstärkeregelung. Hier ist der Stylus schön eingebracht, damit ihr ihn immer dabei haben könnt. Hier unten haben wir Micro-USB, Anschluss fürs Headset. Das ist Mini-HDMI, glaube ich. Ja, oh Gott, ich bin auch immer so schlimm mit diesen ganzen Bezeichnungen von Anschlüssen. Da könnt ihr eine Micro-SD-Karte reinpacken. Und hier ist Platz für die SIM-Karte. Hinten haben wir eine 5-Megapixel-Kamera. Und vorne müsste es 1,3 sein. Und hier oben haben wir noch den An- und Ausschalter. Ansonsten Rückseite ist so ein Hartgummi, und zwar das gleiche Material, was auch beim iPad Slider genutzt wird. Also das ist ganz neu. Ansonsten technische Spezifikation, ich schmeiße das Ding schon mal an. Snapdragon S3 von Qualcomm. Und zwar ist das der MSM 8260. Das heißt, das ist ein 1,2 GHz Dual-Core CPU mit der Adreno 220 GPU. 1 GB RAM. 16 GB Flash-Speicher, den könnt ihr dann entsprechend mit einer 32 GB Micro-SD-Karte erweitern. Aber denkt immer daran, ne, also unter Honeycomb könnt ihr dann nur Daten drauf ablegen. Das heißt nicht, dass ihr dann auf einmal 32 GB mehr für irgendwelche Apps habt. Das ist leider ein bisschen nervig. So, wenn das Ding gleich hochgefahren ist, ja, ich habe über Honeycomb schon geredet. Lustigerweise dachten wir, dass wir die Variante mit Ice Cream Sandwich haben. Da zeigt sich ganz einfach mal wieder, wie limitiert unsere Mandarin-Kenntnisse sind, weil offenbar heißt das, okay, da gibt es bald ein Update für Ice Cream Sandwich. Und wie ihr hier schon sehen könnt, er versucht sofort die SIM-Karte abzurufen, beziehungsweise fordert uns auf, bitte SIM-Karte einlegen und sagt uns auch, dass gleich die Batterie leer ist. Und ihr seht das typische Wallpaper von Asus, was wir schon von den anderen Geräten seit dem ersten Transformer kennen. Und bevor wir nachher ein ausführliches Walkthrough machen, müssen wir erstmal nochmal aufladen, aber ich zeige nochmal ganz kurz in den Settings, dass das wirklich noch mit Honeycomb 2.1 läuft. Das heißt, Ice Cream Sandwich soll in Kürze kommen. Wir machen gleich ein ausführliches Walkthrough. Ich lade das Ding eben auf und dann kann ich auch vor allem auch noch zeigen, wie das gute Mamic-Stück funktioniert, wie wir das mit Bluetooth verbinden und welche besonderen Applikationen noch hier von Asus beigelegt wurden. Also, bis gleich. Bevor wir mit dem Walkthrough anfangen und ein bisschen was über den Apps erzähle, habe ich mir gedacht, wir vergleichen es einfach mal mit weiteren Tablets aus dieser Kategorie. Wir haben jetzt einmal hier oben das erste Galaxy Tab von Ende 2010. Dann haben wir ein BlackBerry Playbook, Amazon Kindle Fire, hier ist Motorola Zoom 2, die Media Edition, 8.2 Incher, Snook Tablet und hier haben wir Samsung Galaxy Tab 7.7. Und jetzt schnappe ich mir mal das erste. Und zwar ist das
das Galaxy Tab der ersten Generation. Hier könnt ihr ganz gut sehen, dass die beide in etwa gleich dick sind. Und die tun sich auch bezüglich Gewicht nicht ganz so viel. Sind beide so etwa 390 Gramm schwer. Und dann schieben wir das mal hier hin und nehmen uns das BlackBerry Playbook. So, da könnt ihr sehen, das ist eine Ecke breiter, hat aber auch ein 7-Inch Display und ist dann, ich glaube, so ein kleines bisschen leichter. Lass uns mal aufs Kindle Fire schauen, weil das ist nicht ganz so breit wie das BlackBerry Playbook und das ist nicht ganz so hoch wie das iPad Memo, wie ihr sehen könnt, aber in etwa fast gleich so dick. Und auch, ich glaube, das Kindle Fire liegt irgendwie so bei 360 oder 370 Gramm. Ist ganz kleines wenig, ein bisschen leichter. Anders sieht es aus beim Motorola Zoom. Zoom 2, also Media Edition, die wir hier haben. Das ist ein 8,2-Inch Display. Und von daher ist die ganze Kiste natürlich auch eine Ecke breiter und höher, aber auch dünn. Hier seht ihr das, das ist einfach fast eine ganz andere Kategorie hier. Ne? Dann haben wir mit dem Nuke Tablet einen weiteren 7-Incher. Schiebt man das schon mal zur Seite hier. Und da seht ihr, das hat ein sehr außergewöhnliches Design. Ich habe es hier übrigens gerade ein bisschen auf dem Kopf normalerweise das so rumgehalten. Ist ein bisschen höher, ist breiter und wiegt definitiv weniger. Last but not least, Samsung Galaxy Tab 7,7, mein absoluter Favorit im Moment. Hat natürlich auch wiederum ein größeres Display, ist aber wirklich saudünn, wie ihr das sehen könnt. Und ich packe hier mal eben kurz beide aufeinander. Und dann könnt ihr sehen, dass es einfach eine Ecke breiter ist. Das gibt euch einen ersten Eindruck, wie groß das Asus iPad Memo ME171 ist. Und jetzt schauen wir mal an, wie Honeycomb da drauf läuft und welche Apps vorinstalliert sind. Also iPad Memo ME171, lustiger Name, wer sich die Sachen immer ausdenkt, keine Ahnung. Lass uns mal ein bisschen anschauen, was hier so für Apps vorinstalliert sind und wie sich das alles so anfühlt. Ihr seht, ich habe hier auch schon mal ein bisschen was parallel noch drauf gehauen. Also da ist jetzt noch, sind jetzt die ganzen Benchmark-Programme drauf. Die schauen wir uns dann nachher in Ruhe an. Ich habe auch eine SIM-Karte mittlerweile drin, obwohl wir jetzt momentan unser Wi-Fi nutzen. Hier unten fällt euch gleich sofort auf, hier haben wir noch einen zusätzlichen Button. Wenn ihr den klickt, macht er praktisch einen Screenshot und dann könnt ihr auf dem Screenshot euren, ja, den Picasso in euch frei im Lauf lassen. Dazu gibt es dann so verschiedene Pinsel und Strichstärken, wie ihr hier sehen könnt. Nehmen wir nochmal hier die Sprühpistole in schwarz und lassen mal ordentlich kommen. Und dann könnt ihr natürlich entweder abspeichern oder gleich dann hier auf Share klicken. Und nachdem man dann hier diese Gedenksekunde eingelegt hat, über die verschiedensten Netzwerke dann verteilen. Ihr seht, interessanterweise ist Google Plus hier mittlerweile schon vorinstalliert, obwohl das Honeycomb noch ist. Obwohl, ja, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Was auch neu ist, ist einfach hier diese kleine Applikation, nennt sich My Painter. Die mache ich mal offen. Da könnt ihr entweder, was ich hier, so eine Karte nehmen. Komm, wir nehmen mal die lustige Weihnachtskarte. Passt ja jetzt auch gerade für Anfang April. Packen uns da noch ein Foto rein aus unserer Galerie. Suchen uns das mal aus. So, ja, mag ich ja auch immer wieder, ne, wenn dann hin und her geschossen wird. Wir nehmen jetzt hier Steve Jobs versus Eric Schmidt von Google. Da, wie die sich so richtig schön bekriegen, sagen hier okay und schon ist es in unsere Geburtstagskarte bzw. Weihnachtskarte drin. Um der Sache noch eine persönliche Note zu geben, machen wir jetzt hier noch mit der Sprühpistole einen fetten Pfeil da drauf. Mein Gott, ich bin aber auch kreativ heute. Also, das könnt ihr natürlich dann auch gleich wieder abspeichern, versenden, Social Networks, bla bla blub. Supernote, das kennen wir schon vom Prime. Ja, Notizblock auf Steroiden. Wir können hier wieder sowas Neues aufmachen. Ja, da kommt er. Könnt ihr dann gleich wieder drauf. Hallo Welt. Extrem innovativ unterwegs wieder. Ihr könnt aber auch ein virtuelles Keyboard aufrufen, beziehungsweise falls es hier mal eine Dockingstation für gäbe, könnt ihr das dann nutzen.
abspeichern, versenden, same old. Was auch noch ganz interessant ist, da kommt er, ist hier Buddybus, so nennt sich das. Was macht Buddybus? Im Grunde genommen könnt ihr da eure Social Networks verwalten. Wenn wir mal auf Settings gehen, dann seht ihr das. Facebook, Twitter und Plurk, die lustigerweise hier direkt nebenan sitzen. Das ist die taiwanesische Antwort auf Twitter. Und den Alvin, den kenne ich schon, seitdem die, glaube ich, den Laden offen gemacht haben. Dann solltet ihr euch vielleicht auch noch zeigen, wie das dann nachher aussieht. Zurückgehen, News Update und dann haut ihr euch hier so eine riesengroße Timeline rein. Da seht ihr gerade, kommen ein paar Sachen rein. Hier erste Eindrücke vom Intel Developer Forum aus Peking. Da ist nämlich gerade unser Paul. Also bei uns auf der Seite netbooknews.de bekommt ihr da alle Infos drüber. Und ein Widget haben sie da auch noch reingehauen. Da seht ihr den Spaß, dass irgendwie sich gar nicht ganz so toll scrollen lässt. MyCloud und MyNet ist noch drin von Asus. Wenn wir auf die Apps gehen, dann seht ihr ebenfalls noch ist irgendwo dieses, da ist ja Web Storage, da kriegt ihr glaube ich 25 GB von Asus für Umme. Und falls ihr kein Dropbox und so weiter habt, da haben wir noch Asus Vibe, das bietet Videos, Musik etc. pp. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland aussieht mit lokalen Content, weil hier bekomme ich andauernd lustige taiwanesische, jetzt hätte ich fast gesagt, Deutschland sucht den Superstar, Taiwan sucht den Superstar, Künstler geliefert. Das war es in Bezug auf Apps. Und dann würde ich ganz einfach sagen, ich kloppe jetzt mal eben kurz hier den Advanced Task Killer rein. Und wir killen ein paar Apps und lassen mal schnell ein paar Benchmarks drüber laufen und fangen deshalb gleich mit dem Quadrat an. Das ist der Standard-Benchmark und da seht ihr, haben wir gerade 1876 Punkte erreicht. Ist so in etwa Tegra 2 IPED Transformer erste Generation. Das ist so das Niveau von der Performance da. Dann haben wir noch den Antutu-Benchmark und den Velamo. Antutu könnt ihr euch gleich in Ruhe anschauen. Den Velamo, Batterie ist too low. Schnickschnack. Den schließen wir jetzt mal eben kurz hier an Strom an und dann haben wir dann auch gleich ein Ergebnis für euch. So, der Akku ist jetzt ein bisschen voller. Den habe ich mir eben auf 26% hochgeschraubt. Das sollte eigentlich reichen, um den Velamo-Benchmark durchlaufen zu lassen. Und den starten wir jetzt mal eben wacker. Belaufen lassen und da seht ihr 965 Punkte. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, Tegra 3 so etwa 1200 Punkte. So auch noch mal so gut 30% schneller. Das wollen wir nicht hochladen. Da könnt ihr dann noch mal die Einzelauflistungen sehen. Aber ich habe kurz vorher übrigens noch einen Antutu Benchmark laufen lassen und dann habt ihr hier auch noch mal das Ergebnis. Kann man das hier soweit sehen? Da seht ihr, Transformer Prime liegt irgendwie so bei 11.000 und die Kiste hier bei 4.307. Lasst uns eben die beiden Nenamax noch angehen. Nenamax 1 habe ich vorhin durchlaufen lassen, man könnte das hier gleich sehen. Okay. Und dann seht ihr da 34,5. So, 34,5 Frames pro Sekunde hat er da geschafft. Und beim, wie ich das liebe. Beim Nenamax 2, den haben wir hier irgendwo versteckt. Wartet. Ja, da habe ich schon wieder ordentlich installiert und finde nichts mehr. Und natürlich darf ich hier nochmal umdrehen. Sensationell. Haben wir 24 Frames pro Sekunde. So, unsere letzten Benchmark-Resultate sind drin. Da haben wir den 2546, da habe ich ein bisschen Licht reingeknallt, 2546 Millisekunden. Und damit können wir, glaube ich, ein Fazit ziehen. Performance-technisch ist das nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Das geht definitiv schneller. Und ich glaube, das würde sogar mit Tegra 2 fast schneller gehen. Aber bedenkt bitte, dass es hier auch eine Honeycomb Kiste ist und da kann man sicherlich noch ein bisschen was rausholen am Betriebssystem. Ich wollte noch mal ganz kurz Browser testen. Jetzt bin ich hier schön auf der Taiwan-Seite gelandet. Da können wir wieder eine ganze Menge verstehen. Hallo, bitte Google News,
ich möchte gerne woanders hin. Ah, so, was nehmen wir denn jetzt mal hier? Lass uns mal hier die US-Seite nehmen, weil die ist eigentlich bezüglich des Contents recht umfangreich, damit wir mal einmal kurz noch hier testen, wie schneller. Ach so, den muss ich wahrscheinlich jetzt mal so ein bisschen so. Das sieht sehr zuppig aus. Wie sieht das aus mit Pinch to Zoom? Auch das geht sehr schnell. Generell Scrolling rendert eigentlich schön schnell und zuppig. Da gibt es nichts zu beanstanden. Ja, das sieht ganz gut aus. Wie sieht es aus mit den Sichtwinkeln von dem Display? Eigentlich auch alles ganz okay. Ja, das sind zumindest so die ersten Eindrücke. Spielebenchmarks. Keine Ahnung, ob das unbedingt ein Gerät ist, womit ich Spielebenchmarks machen möchte. Und natürlich würdet ihr wahrscheinlich auch ganz gerne sehen, wie das hier mit dem Mimic abläuft. Das Lustige ist, das, was wir mitbekommen haben, also ich habe es nicht geplättet, das kam schon kaputt an. Ja, das ist der, sind die ersten Eindrücke vom Asus Memo. ME171, meine Güte, ich kann es mir aber auch kaum merken. Interessantes Gerät, erinnert so ein bisschen an zu großes Note. Ich frage mich aber ganz ehrlich nach den ersten Eindrücken, die ich gewonnen habe, ob das Gerät nicht fast ein Jahr zu spät rausgekommen ist. Insbesondere in der Variante mit dem Snapdragon S3. Mit dem S4 wird es mir wahrscheinlich weitaus besser gefallen. Also, das ist der Asus Memo, iPad Memo. ME171. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.